Das ist der entscheidende Schritt, also vom Erleiden in die eigene Aktivität wieder zu kommen. Und darin auch zu entdecken, ich muss nicht alles auf einmal verändern, sondern es macht durchaus Sinn, an einer Stelle zu beginnen, zu sehen, wie sich ein System verändert und dabei selbst das Heft des Handelns zu behalten und es nicht abzugeben. Also wir sind es, die das verändern können, und wir können verändern, weil die Zukunft uns entgegenkommt. Nicht allein an uns liegt es, ob Veränderung gelingt, aber wir müssen schon losgehen. Also meine beiden erwachsenen Söhne würden sagen, no risk, no fun. Also es braucht schon eine gewisse Risikofreundlichkeit. Wer im Beharrungsvermögen bleibt, wird keine Veränderung erleben und wird daran auch keinen Spaß haben. Wer aber merkt, dass Veränderung auch Spaß macht und neue Horizonte eröffnet, der wird auf diesem Weg auch weitergehen können. Also, ich liebe in Veränderungsprozessen neue Kontakte, neue Erfahrungen. Ich liebe es auch mal in eine Sackgasse zu gehen und sie zurückzugehen und zu merken, auch das gibt eine neue Sichtweise. Also es braucht eine gewisse Neugier, es braucht eine gewisse Veränderungsfreundlichkeit und darin auch die offenen Augen zu haben für das, was neben dem Weg ist. Also, die mittlere Ebene muss den Menschen und den Systemen erstmal Veränderung zugestehen und muss auch Scheitern zugestehen und muss auch Fehler zugestehen. Und ich glaube, die mittlere Ebene muss auch glauben, dass was Gutes daraus erwächst. Es gibt ja diese Geschichte von der Heilung des Gelähmten, wo Freunde den Gelähmten zu Jesus hintragen und Jesus sagt, als er ihren Glauben sah, also den Glauben der Träger, heilt er nun die Gelähmten. Also die mittlere Leitungsebene hat auch die Aufgabe zu ermutigen und zu glauben, dass die Veränderungsprozesse zu einem guten Ergebnis führen. Ich glaube, es gibt keine typischen Fehler, aber es gibt Fehler. Und ich glaube, man muss diese Fehler lieben lernen. Also, die Fehler sind Hinweise auf dem Weg zur Veränderung und aus jedem Fehler gibt es was, was wir mitnehmen können. Und manchmal macht es Spaß, richtig einen Fehler zu machen, sich das anzugucken und zu sagen, guck mal, was wir da gemacht haben. Jetzt wissen wir, wie es richtig geht.